Die einzige Zeit, wo ich mir über sowas Sorgen gemacht habe, war, bevor ich vegan geworden bin, weil ich halt noch nicht wusste, wie es wird. Aber seitdem ich vegan bin, habe ich mich noch nie eingeschränkt gefühlt. Das ist natürlich schon so, dass es manchmal so ist, wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist, wo es halt wenig vegane Optionen gibt, dass man dann halt im Endeffekt nicht immer alles bekommt, sozusagen. Stichwort bei mir ist Schokoladeneis. Es gibt veganes Schokoladeneis, aber es gibt es nicht überall. Und aber sowas gibt es natürlich, aber das ist einfach nur eine logistische Frage. Also da muss man halt immer gut planen und gut sehen, wo man hingeht, dass man dann halt auch vegane Optionen hat. Ich löse das auch meistens so, dass ich immer auch eigenes Essen dabei habe. Also ich bin eigentlich vegan geworden und bin direkt Aktivist geworden. Ein Grund dafür, dass ich vegan geworden bin, war eben, dass ich als Athlet, als Vegetarier damals noch, den Titel Stärkster Mann Deutschlands gewonnen habe, dadurch total viel irgendwie Medienaufmerksamkeit bekommen habe und dann gemerkt habe, das ist nicht mehr nur was ich für mich selber mache, sondern ich erreiche damit andere Leute, die ich tatsächlich beeinflussen kann. Ich würde schon sagen, dass das so ist, dass ich das natürlich direkt genutzt habe, aber es war eine eher indirekte Form der Kommunikation. Das heißt also, ich habe den Leuten nicht gesagt, ihr müsst jetzt unbedingt vegan werden, sondern die Leute waren erstmal in dem Sport interessiert und so hast du halt direkt erstmal eine Gesprächssituation. Und der Veganismus kam dann halt irgendwann automatisch mit rein, weil die Leute natürlich irgendwann fragen, ja, aber warum machst du das eigentlich? Die ganzen anderen essen Fleisch, wieso machst du das anders? Und dann hat man natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, also ethische Gründe so und so und so. Und das ist natürlich einfacher, als wenn man direkt mit Ethik anfängt. Also das glaube ich schon, dass es einfacher ist und dass das auch effektiver ist. Aber ich war halt auch in einer luxuriösen Situation, dass ich eben dieses andere Thema hatte, was so die Tür sozusagen geöffnet hat. Ich versuche das jetzt heute, also ich mache ja schon seit vielen Jahren keinen Sport mehr, also nicht aktiv und mittlerweile auch selbst zu Hause nicht mehr so viel. Und es ist so, dass ich immer noch andere Methoden versuche, also andere Methoden der Kommunikation versuche zu finden, wo man nicht direkt sozusagen eben als erstes, zumindest nicht Ethik als erstes anspricht, sondern immer erstmal ein anderes Thema hat als Türöffner und dann mit der Ethik dann nachher reinkommt und das dann irgendwann halt an den Tisch packt. Weil natürlich Ethik einfach bei den Leuten oft direkt irgendwie Gegenwehr auslöst. Und da kann man sich so viel Mühe geben, wie man will. In dem Moment, wo ich über Ethik spreche und das, was schlimm ist da draußen, wird jeder, der selber für sich weiß, dass er Teil dieser Maschinerie ist, die Tiere ausbeutet, sofort sein Selbstbild angegriffen sehen. Und in dem Moment hast du Gegenwehr. Also nee, das habe ich. Ich habe das nie als anstrengend oder irgendwie nervig empfunden, dass die Ernährung sozusagen so eine starke Rolle gespielt hat. Was ich eher manchmal als ermüdend empfunden habe, ist, dass natürlich durch die Tatsache, dass ich als Aktivist meinen Sport sozusagen als Kommunikationsmittel genutzt habe, war sehr viel Fokus auf den Sport. Und ich habe manchmal halt das Gefühl gehabt, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mittlerweile was völlig anderes mache, weil ich habe eher dann irgendwann das Gefühl gehabt, ich werde auf den Sport reduziert. Ja, als ob ich habe zum Beispiel auch Psychologie studiert, ich habe viele Interessen außerhalb vom Sport, die nichts mit dem Sport zu tun haben. Und das alles war halt unwichtig dann irgendwann. Und da hast du irgendwann das Gefühl, ich als Person existiere gar nicht mehr, sondern ich bin nur noch das Maskottchen irgendwie reduziert auf diesen Fakt, dass ich halt sehr stark bin und Veganer bin. Ich sag mal, bis vor 2,5 Jahren ging es noch. Da habe ich noch viel auch irgendwie mir Zeit genommen für Dinge, die mich sonst wie interessieren. Seit 2,5 Jahren arbeite ich an einem Videogame. Es soll ein Tierrechts-Videospiel werden. Und tatsächlich habe ich in diesen 2,5 Jahren eigentlich kein Leben mehr. Also es ist so, dass ich wirklich morgens aufstehe und ins Büro gehe und nur noch zum Essen, Schlafen und auf die Toilette gehen rausgehe. Also das ist auf die Dauer auch nicht nachhaltig. Also das würde ich niemandem empfehlen. Es ist aber bei mir so, ich sehe keine andere Möglichkeit, das Projekt so umzusetzen, wie ich es möchte. Weil wir haben immer noch, glaube ich, 70% oder so Frauenanteil in der veganen Population. Und Kraftsport ist natürlich auch noch ein stark männlich geprägter Sport. Das heißt nicht, dass wir haben total viele super beeindruckende Athletinnen und so. Also es ist natürlich nicht so, dass es da keine Frauen gibt, aber es ist natürlich trotzdem das spiegelbildliche Gegenteil sozusagen, was die Verteilung angeht. Also die
Die Betonung ist beim Kraftsport natürlich stark, aber ich glaube auch generell bei anderen Sportarten, also Sport an sich ist, glaube ich, etwas, was stark männlich belegt ist. Ich besetze sehr viele verschiedene Eigenschaften, die auch typisch sozusagen männlich zugeordnet sind. Und ich habe das eigentlich immer versucht zu nutzen, um den Leuten einfach diese Absurdität sichtbar zu machen, dass man halt denkt, ja, wenn man sich vegan ernährt, das hat irgendwas mit Weiblichkeit oder sonst irgendwas zu tun. Ich glaube einfach, dass viele Argumente für den Veganismus sehr rationale und eben, ich sag mal, vielleicht, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir keine Feinde mache, intellektuell etwas anspruchsvollere Argumente sind. Ich sag's jetzt einfach, Männer scheinen da nicht so die schnellsten zu sein. Ich denke, das ist der Grund, warum es einfach viel mehr Frauen gibt, die es geschnallt haben. Generell würde ich mal behaupten, und das ist mir jetzt auch egal, ob ich mir Freunde mache oder nicht, dass wenn man sich auf Geschlechterstereotype überhaupt verlässt in 2024, dann ist man eh nicht der Hellste. Weil ich glaube, in unserer heutigen Zeit müsste man geschnallt haben, dass diese Stereotype irgendwie aus einer grauen Vorzeit kommen und nicht relevant sein sollten in einer zivilisierten Welt, wo wir eben nicht hier raus in den Wald gehen und irgendwas töten müssen, um zu überleben oder so. Das war selbst früher auch nicht so. Das heißt, die Antwort müsste lauten, wo kriegst du dein Protein her oder sowas. Aber tatsächlich ist es so, und es ist auch, glaube ich, so, dass viele Veganer davon genervt sind. Ich persönlich bin davon nicht genervt, weil das ist ja genau die Frage, die ich hören möchte. Meine Arbeit fußt ja darauf, dass ich den Leuten die Ängste nehmen möchte. Und in dem Moment, wo jemand das fragt, zeigt er mir ja, dass er da skeptisch ist. Und ich habe die Möglichkeit, mit meiner Antwort diese Skepsis ein bisschen zu nehmen. Wichtige Sache. Also Kraftsport hat tatsächlich ein ganz starkes Imageproblem, weil oft sowas wie Anabolika oder Drogenkonsum ganz stark assoziiert ist mit Kraftsport. Das hat einfach nur den Grund, weil das sind oft Bodybuilder. Und bei Bodybuildern ist es halt einfach so, man sieht den Effekt. Wenn du dir aber anguckst, wie viele Radsportler schon tot vom Rad gefallen sind, weil die tatsächlich, wenn man sich die Fakten anguckt, viel, viel schlimmer mit ihrem Körper umgehen und mit den gleichen Medikamenten, also die gleichen Medikamente missbrauchen, weil wenn du halt beispielsweise Anabolika nimmst, dann macht das nicht nur Muskeln, sondern dann macht das auch mehr rote Blutkörperchen. Und diese roten Blutkörperchen sind natürlich super, wenn du einen Ausdauersport machst. Das heißt, das gibt es in jedem Sport. Aber Kraftsportler kriegen es halt immer ab, weil man es bei denen halt von außen sieht. Ich habe ja schon gesagt, ich habe mich nie als Sportler in dem Sinne gesehen. Ja, also auch, ich habe Sport als Hobby gemacht, bevor ich vegan wurde. Als ich dann vegan wurde, habe ich Sport eigentlich nur noch für Aktivismus benutzt. Das war für mich jetzt nicht das, worüber ich mich definiert habe. Und dementsprechend habe ich halt wirklich immer die Prioritäten auch so gezogen, dass ich gesagt habe, ich will nach dem Sport auch noch gesund sein. Ich will nach dem Sport halt auch noch mit meinem Körper arbeiten können. Und jeder, der mich auf dieses Thema anspricht, kriegt halt die gleiche Antwort von mir: Lass die Finger davon. Also ich glaube, was Veganismus angeht, sind wir mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo, glaube ich, grundsätzlich die Skepsis der Leute nicht mehr so schlimm ist, speziell auch bei jüngeren Leuten, nicht mehr so schlimm ist, wie sie eben zu der Zeit war, als ich angefangen habe. Ich glaube, was uns jetzt noch stark zurückhält, ist eben, dass 90%, also 80-90% der Leute werden immer das machen, was am bequemsten ist. Das heißt, die Frage ist jetzt wirklich nur noch, wie können wir dafür sorgen, dass vegane Optionen immer erreichbar sind. Also es ist nicht so, leider, dass ein Großteil der Bevölkerung sich mit ethischen Argumenten oder sogar gesundheitlichen Argumenten on board bringen lässt, sondern es muss so sein, es darf nicht teurer sein als die nicht-vegane Option und es darf nicht schwerer zu erreichen sein als die nicht-vegane Option. Und wenn wir es sogar schaffen, dass wir an den Punkt kommen, wo es sogar günstiger ist als die nicht-vegane Option, das ist dann, wo die sozusagen die Flutschleusen sich dann öffnen werden, weil die meisten Leute nehmen halt das, was günstig ist, das, was einfach zu bekommen ist und was halt bequem ist. Den Weg des geringsten Widerstands. Und das müssen wir eigentlich erreichen. Das geht nur, indem man halt auf industrieller Ebene versucht, Stellschrauben zu stellen, aber auch auf politischer Ebene. Da ist es interessanterweise so, dass die Politik stark hinter der Industrie hinterherhinkt. Also es ist ja oft so, dass die Leute irgendwie von großen Konzernen und so eine schlechte Meinung haben. Dafür gibt es auch gute Gründe. Aber tatsächlich ist es so, wenn man sich grundsätzlich anguckt, was die Konzerne machen, die haben es geschnallt. Die haben es geschnallt, dass sich Sachen ändern müssen. Und das ist eigentlich das, was wir brauchen. Wenn man sich dann im Gegensatz dazu die Politik anguckt, stellen wir fest,
es gibt kaum vegane Politiker. Das weiß ich, weil ich einige vegane Politiker kenne und von denen weiß, dass die anderen teilweise in der Steinzeit leben. Und das ist halt ein Riesenproblem. Also die Politik ist wirklich komplett, hat die letzten 30 Jahre, glaube ich, verpennt. Zumindest bei uns in Deutschland ist es so. Es wird wahrscheinlich in der Schweiz nicht besser sein. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass Politiker Feiglinge sind, die meisten von denen. Das will ich denen jetzt nicht vorwerfen. Also ich bin jetzt nicht hier so ein Politiker-Basher oder so. Die machen einen harten Job und gerade heutzutage ist es wirklich übel, wenn man sich anguckt, was die sich alles gefallen lassen müssen. Aber eine Demokratie und demokratische Wahlen sind auch immer ein Beliebtheitswettbewerb. Und wenn man halt weiß, dass das Wort vegan schon irgendwie sehr viel Negativität auf einen ziehen kann, dann ist es sehr, sehr einfach zu erklären, warum die halt komplett versuchen, irgendwie aus dieser ganzen Diskussion rauszubleiben, weil die sind darauf angewiesen, dass sie gewählt werden. Also wenn diejenigen, die sozusagen die komplette Gesellschaft lenken, also die Entscheidungen treffen an höchster Stelle, wenn die nicht den Mut haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dann haben wir ein Riesenproblem. Dann können wir können natürlich als Einzelne auch sehr viel tun. Und das macht jeder, der vegan ist, macht das ja, weil er begriffen hat, dass man als Einzelne auch viel tun kann. Aber es ist wichtig, dass nicht an oberster Stelle sozusagen dagegen gearbeitet wird. Also ich glaube, da muss man nochmal ein anderes Kommunikationstalent haben als das, was ich habe. Ich bin auch schon nicht schlecht, wenn es ums Reden geht, aber ich glaube, da muss man nochmal andere Talente haben, die ich nicht mitbringe. Und ich würde auch die Arbeit, die ich als Aktivist mache, also ich müsste das ja umtauschen im Endeffekt gegen die Politik. Und ich sehe mich halt als Aktivist. Also ich glaube, das würde sich miteinander beißen. Deswegen sehe ich das jetzt nicht wirklich, aber tatsächlich, obwohl du die erste Person bist, die mich das bis jetzt gefragt hat, habe ich mir die Frage schon, glaube seit 15 Jahren schon gestellt. Und diese Stimme war sehr leise, als das vor 15 Jahren angefangen hat und ist mittlerweile sehr laut. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass ich als Aktivist mehr bewirken kann, als ich das in der Politik könnte. Einfach alleine schon aufgrund der Tatsache, dass man natürlich nicht in die Politik geht und sofort in einer Position landet, wo man viel tun kann. Ich aber als Aktivist genau in dieser Position bin, wo ich eben die Reichweite habe, wo ich die Netzwerke habe, mit denen ich was bewirken kann. Und in der Politik wird es wahrscheinlich erstmal 10 Jahre dauern, bis ich mich in so eine Rolle reingebracht habe. Und das ist mir zu weit weg. Ich möchte unmittelbar versuchen zu wirken.